Vom 29. Januar bis 5. Februar finden die Weltwinterspiele der Special Olympics in Südkorea statt. Zur Verabschiedung der Delegation an diese Sportveranstaltung wurden die Sportlerinnen und Sportler zu einem Empfang ins Regierungsgebäude eingeladen. Team Liechtenstein hat 4 Langläufer, 4 Skifahrer, wir haben 5 Betreuer dabei. Also das heisst, es sind 2 fürs Skifahren, 2 fürs Langlaufen und eine Delegationsleitung. Aber Betreuerzahl ist bei uns immer relativ klein. Wir sind also einfach alle 24 Stunden engagiert und es ist ganz wichtig, wir schaffen Zimmer, wir unterstützen einander. Es ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir so irgendwo hingehen, dass ein hingespieltes Team ist. Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen mit Ausschreibung. Dort haben sich eigentlich alle melden können. Wir haben Nominationskriterien, darunter muss man einfach bereit sein, 1,5 Jahre, oft sind so 2 Jahre, da ist es 1,5 Jahre, die ganzen Vorbereitungen mitzumachen. Wir haben einen medizinischen Check, dass eigentlich auch von ihrer Seite das okay ist, dass man so intensiv trainiert. Wir reden meistens mit den Arbeitgebern, mit der Familie, ob sie das unterstützen, weil das ist auch ganz wichtig, sonst ist das gerne nicht möglich. Bei Special Olympics ist es ja so, dass sich alle bewerben können, die bereit sind, Vorbereitungen mitzumachen und Wettkämpfe zu besuchen. Wir haben bisher meistens so gehabt, dass wir die mitnehmen können, die mithin wollen. Dieses Jahr war es so, dass wir eine Langläuferin und eine Skifahrerin nicht mitnehmen können, weil wir einfach nur eine Viererquote bekommen haben. Dort haben wir es dann so gemacht, dass die schon ein Weltspiel gesehen sind, einfach zurücktreten und den anderen den Vortritt lohnt. Insgesamt sind wir 50 Stunden auf Weg. Das ist eine lange Reise. Wir starten am Freitag. Hier gehen wir auf Friedrichshafen, dann fliegen wir auf Frankfurt. In Frankfurt treffen wir Delegationen von der Schweiz, von Luxemburg, von Deutschland. Und wir sind alle in einem Flieger auf der Weg dann nachher auf Seoul. Und was so toll ist, wir machen uns so immer so mit dem Reisen ein bisschen Sorgen, auch wegen der medizinischen Betreuung. Aber diesmal, die deutsche Delegation hat 2 Ärzte dabei und wie es bei Special Olympics ist, schauen immer alle ein bisschen für alle. Einmal Riesenslalom, Slalom und Super-G. Langlaufen. Wir hatten sehr strenge Vorbereitungstraining und gerade letzten Sonntag waren wir eingesiedelt und dort haben wir so Trainingslager und auch Trainingläufe, zum Beispiel Riesenslalom haben wir Training gehabt und Samstag haben wir so Gruppeinteilung gehabt, Riesenslalom und Sonntag Finallauf. Also 1 Kilometer, 3 Kilometer und 5 Kilometer mit der Staffel. Ich war letztes in 09 in Amerika in Idaho und dort ist mir sehr gut gelungen. Bin 2 beste Gruppen gefahren in der Welt und habe in Super Schweiz 2. gemacht und Riesenslalom 4. und Slalom 3. Ich hoffe, wenn ich Medaillen habe. Dass ich mal sehr guten Lauf immerhin einbringe und auch wieder mal hoffentlich wieder so gut laufen wie 09 in Amerika.